Und ich begrüße hier alle Zuhörer, Zuschauer in diesem virtuellen Raum. Das Thema lautet: Wie geht's weiter mit dem Online-Semester an der Universität Duisburg-Essen? Und ich freue mich, dass wir eine Reihe von Gästen in dieser Runde begrüßen können. Die Prorektorin, Frau Professor von Ackeren, ist dabei und Vertreter, Vertreterinnen aus den verschiedenen zentralen Einrichtungen, um zu sprechen, ja, wie ist der aktuelle Stand, was sind die aktuellen Herausforderungen. Und natürlich ein Thema, was, glaube ich, in der aktuellen Situation auch besonders spannend ist, ist die Frage, wie ist es mit dem Thema Prüfungen? Also, wir kommen hier in diesem Raum und ja, ich möchte direkt anfangen. Wir haben eine Stunde Zeit. Sie können Fragen stellen im Chat. Herr Buchner wird das versuchen, ein bisschen zusammenzustellen. Und insofern bin ich gespannt, was für Schlagworte hier auch aufkommen. Ich habe eine kleine Befragung gemacht und Sie können hier schon sehen, welche Techniken werden bei uns angewendet, welche Technologien, welche Plattformen. Moodle ist der klare Führer hier. Fast alle, die geantwortet haben, nutzen Moodle. Dann haben wir eine ganze Breite an Tools. Wir sind ja breit aufgestellt an der Uni mit den verschiedenen Möglichkeiten. Und wir können feststellen, die Teilnehmenden an der Befragung sind überwiegend zufrieden, sehr zufrieden, aber durchaus auch ein Drittel teils, teils. Also dem wollen wir ein bisschen weiter nachgehen. Und deswegen meine erste Frage an Frau Heinrichs, Herr Golland. Wie sehen Sie die Situation? Ganz kurz, wie ist der Stand aus Ihrer Sicht? Ja, schönen Dank. Jetzt ist schon, nee, bin ich zu hören? Ja. schönen Dank erstmal, Herr Keres. Auch schönen Dank für diese Umfrage, die halt insbesondere eben zeigt, dass Moodle weit verbreitet ist. Das ist auch eine der Herausforderungen gewesen, die wir in diesem Semester halt gehabt haben, dass wir die technischen Systeme, die schon da sind, halt versuchen mussten aufzustocken. Moodle ist da sicherlich ein Beispiel. Wir sind bei den Nutzerzahlen täglich von knapp 13.000 auf über 20.000 gestiegen. Und ich sage mal, diese Umfrage zeigt das auch. Die Kollegen vom ZIM haben zum Beispiel auch die Anzahl der VPN-Zugänge erhöht. Und was ja auch gemacht wurde, ist, dass die Einschreibeschlüssel jetzt via LSF und E-Mail verteilt werden können. Also das zu den Dingen, die wir schon hatten. Eine andere Geschichte, die hier in der Umfrage zu sehen ist und die wir ja auch gerade benutzen, ist das Thema neue Services. Da ganz besonders das Thema Videokonferenzen. Und das ZIM bietet hier ja im Prinzip, oder die Universität bietet hier drei verschiedene Videokonferenzsysteme an. Zoom, wo wir uns gerade bewegen, BigBlueButton und dann auch noch Jitsi. Ich habe da auch mal nur kurz Zahlen zu. Also wir haben in den drei Systemen insgesamt bis zu 2000 Meetings pro Tag mit bis zu 16.000 Teilnehmern. Also auch das zeigt, dass eben, man sieht es ja auch an der Umfrage, dass diese Systeme halt intensivst genutzt werden in der Lehre. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Support. Die höheren Nutzerzahlen und natürlich auch die Umstellung der Lehre auf digitale Lehre haben natürlich auch zu erhöhten Supportanfragen bei uns geführt und nicht nur bei uns. Ich möchte hier schon mal erwähnen, es gibt eine zusätzliche Hotline Lehre, also insbesondere für die Lehrenden zur Unterstützung, wo eben die zentralen Einrichtungen oder die Einrichtungen, die in der i-Allianz zusammenarbeiten, halt diese Hotline auch täglich bespielen. Und auch da ist natürlich hoher Bedarf erkennbar, den wir hoffentlich gut zufriedenstellen können. Das wäre Ja, vielen genau. Dank, Herr Golland. Komm ich gleich an Frau Heinrich die Frage: Was sind denn so die Dinge, die die Lehrenden, die Studierenden besonders bewegt? Was sind die Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind im Support? Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen und danke für die Einladung. Also was insbesondere die Lehrenden natürlich viel umgetrieben hat im Support, war auf der einen Seite natürlich die ganzen Lehrveranstaltungen, die sie normal analog geführt haben, jetzt digital zu gestalten, neuere Funktionen zum Beispiel auch von Moodle kennenzulernen, die man vielleicht in der analogen Lehre, wenn man sich jede Woche sieht, nicht immer unbedingt gebraucht hat. Und von Studierendenseite natürlich auch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, gemeinschaftlich zu arbeiten. Dafür haben wir auch einige Systeme auch schon vorher, die stärker genutzt werden. Also das sind so die Dinge, die viel an uns herangetragen worden sind, aber natürlich auch die Fragen, die, glaube ich, vielleicht auch heute so ein bisschen kommen, wie geht es weiter? Also wie geht es vielleicht auch weiter mit dem Wintersemester? Bleibt es jetzt digital? Auf was muss ich mich einstellen als Studierender und als Lehrender? Das sind einfach auch die Fragen, die natürlich auch an uns herangetragen worden sind und die wir auch versucht haben zu unterstützen technisch.
Schauen wir an die UB, Herr Sprick. Zunächst einmal ja einfach zugewiesen. Wir hören, die Bibliothek ist wieder offen. Wie müssen wir uns den UB-Betrieb heute vorstellen? Ja, herzlich willkommen erst nochmal. Andrea Sprick aus der Bibliothek. Herr Kerres, vielleicht könnten Sie mein Video einschalten. Das kann ich selber nicht. Jetzt geht's. Danke. Die größten Herausforderungen für die Bibliothek liegen ja eigentlich schon hinter uns. Wir befinden uns jetzt in der dritten Woche eines reduzierten Regelbetriebs wieder. Das heißt, dass seit Anfang Mai wir wieder den Ausleihbetrieb bei reduzierten Öffnungszeiten anbieten können. Das hat sicherlich einen großen Teil der Fragen der Benutzer, die wir vorher hatten, beantwortet. Wie komme ich an die Printmedien, wenn es diese Medien online nicht gibt? Wir haben von Anfang an relativ viele Angebote so angepasst, dass man sie auch gut von zu Hause nutzen konnte oder dass ein Weg zur Bibliothek auf den Campus nicht unbedingt notwendig war. Das heißt, wir haben Ausleihkonditionen angepasst. Wir haben Leihfristen geschoben etc. Wir bekommen immer noch viele Fragen von Benutzern, speziell von Angehörigen der UDE. Die Hauptfrage ist, wann wir denn auch die Lernbereiche wieder öffnen. Und da antworten wir, das können wir nicht alleine entscheiden. Da stehen wir aber in enger Abstimmung mit der Hochschulleitung. Und wenn im Rahmen eines reduzierten Regelbetriebs auch die Lernbereiche der UB, also die Arbeitsplätze zum Lernen und auch die PC-Arbeitsplätze wieder angeboten werden sollten, dann werden wir das mit relativ kurzer Vorlauffrist auch umsetzen können. Eben unter Beachtung der vorgegebenen Randbedingungen, Benutzerregistrierung etc. Aber ich glaube, das würde sicherlich viele Benutzer freuen. Gut, also es geht wirklich langsam wieder weiter mit dem regulären, in Richtung regulärer Betrieb. Haben Sie auch zusätzliche Service eigentlich angeboten, anbieten müssen für den Start in das Semester? Wir haben die Services angepasst. Wir haben explizit und massiv darauf hingewiesen, dass Benutzer, die bestimmte Medien benötigen, die wir nur als Printmedium haben, uns relativ formlos Mails oder Informationen zusenden. Und wir haben explizit geprüft, ob diese Bücher ad hoc auch in elektronischer Form bereitgestellt werden können. Wir haben das Urheberrecht so weit genutzt, dass wir sozusagen einzelnen Benutzern umfangreiche Ausschnitte aus Medien, die es nicht in elektronischer Form, sondern nur in Printform hier bei uns in der Bibliothek gibt, als Scan zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen des Urheberrechts in Abstimmung mit der VG Wort konnten wir auch die Lieferung von Aufsätzen, die im Rahmen der Fernleihe ja so nicht möglich war, wieder in elektronischer Form durchführen. Und wir hoffen, dass einige dieser Dienstleistungen auch über die Corona-Zeit hinaus Bestand haben. Nur ein Beispiel: Aufsatzlieferdienste im Rahmen der Fernleihe gab es vor Jahren schon mal in elektronischer Form. Das wurde eingestellt aufgrund von entsprechenden Randbedingungen, die mit der VG Wort geschlossen wurden. Wir können diese Aufsätze nur noch zur Abholung bereitlegen als Printausdruck. Die Mitarbeiter bekommen sie zumindest per Hauspost zugeschickt. Zurzeit können wir wieder elektronisch ausliefern. Und wir würden uns freuen, wenn insgesamt, aber das können natürlich wir nicht als Einzelbibliothek entscheiden, wenn diese Möglichkeit der elektronischen Lieferung auch weiterhin besteht. Da müssen wir abwarten und gucken, was passiert. Okay, ja, interessant, dass doch jetzt also auch Sie auch Wege nutzen, neue Wege erproben, um mit der Situation umzugehen, die eigentlich durchaus auch interessante Wege für die weitere Arbeit ja beinhalten können. Und ja, vielen Dank für diesen Einblick. Schauen wir ins ZHQE. Wie können Sie die Lehrenden in der aktuellen Situation unterstützen? In der aktuellen Situation sind ja systematische Betreuungen, Begleitungen, Workshops ganz schwierig realisierbar. Wie kann das ZHQE da auf die aktuellen Bedarfe eingehen? Ja, das ZHQE, also das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung, macht ja auch Studierendenbefragungen der Habilitation und hochschuldidaktische Weiterbildung. Und wie alle anderen auch, haben wir natürlich unseren Präsenzbetrieb, was die Weiterbildung geht, auch eingestellt. Und die Lehrenden hatten auch erstmal ganz viel anderes zu tun, nämlich ihre eigene Lehre umzuplanen und kamen erst so nach und nach auch wieder auf uns zu. Die ersten Fragen waren doch viele eher technischer, aber dazu haben wir auch schon was gehört. Also unser Worst-Case-Szenario war Lehre, die in die Lehre läuft. Also irgendwie das Gegenüber ist weg oder
kommt erst gar nicht und da keiner ist dabei. Und dann plötzlich komplett neue Studienbedingungen, die man sich nicht ausgesucht hat, sondern die einfach da waren. Und was wir gut können, und das haben wir auch versucht direkt umzusetzen, ist Nachfragen. Also wir wussten einfach viel zu wenig und haben gedacht, wir sorgen dafür, dass wir besser nachfragen können, dann darüber reden und auch miteinander reden. Und wir haben unsere Aufgaben angepasst. Wir haben eine Feed-In-Befragung als allererstes entwickelt, wo eigentlich Lehrende direkt mit ihren Studierenden in Kontakt treten können, um die Ausstattung, die medientechnische Ausstattung, aber auch die Kollaborationsmöglichkeiten, also das Arbeiten miteinander ausloten können und das möglichst veranstaltungsbezogen und direkt. Und die grundlegende Idee war, Kontakt zu machen und sich eben abzustimmen, weil die virtuellen Rahmenbedingungen ja doch auch einfach andere sind und andere Zugangsvoraussetzungen haben als die üblichen, wenn man einfach irgendwo hinfährt und hingeht. Und das war die Idee. Wir haben dann auch mit Studierenden gemeinsam und auch mit dem ZIM, also und der UB und eine Studierendenbefragung aufgesetzt und nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus? Also könnt ihr überhaupt teilnehmen? Und liebe Studierenden, falls hier welche sind, und das ist ja bestimmt so, vielen Dank für die vielen Antworten. Es haben 7000 geantwortet und wir werten immer noch kräftig aus. Und morgen zum Diversity-Tag gibt es dann auch die erste gesammelte Präsentation. Aber wir wissen, wie alle, es umtreiben uns die Prüfungen und auch die Studierenden umtreiben natürlich die Prüfungen aus dem letzten Semester und jetzt im kommenden. Und mein Kollege Patrick Hinze, möchtest du vielleicht mal kurz ein Highlight oder beziehungsweise eine Nachricht aus unserer Studierendenbefragung dazu sagen, was die Studis gesagt haben, was wir schon ausgewertet haben? Ja, danke, Frau Verkotte Michaelis. Herr Hinze, können Sie da direkt den Ball aufnehmen? Zu den Prüfungsgeschehen jetzt? Ja, wir sehen schon, also die Umfragedaten zeigen, dass es natürlich auch eine hohe Unsicherheit gibt. Also viele Studierenden sehr gut damit zurechtkommen nach eigener Auskunft mit der aktuellen Lehre, in der aktuellen Situation. Dass aber bezüglich der Online-Prüfungen durchaus die Befürchtung im Raum steht, naja, man könnte vielleicht selber dadurch Nachteile auch erlangen. Und das ist etwas, was wir versuchen natürlich auch irgendwie immer wieder aufzugreifen. Herr Golland hatte es eingangs schon erwähnt, wir haben ja eben eine einrichtungsübergreifende Hotline auch mit eingerichtet, wo ZIM, ZLB, UB und ZQE gemeinsam beraten und da auch die verschiedenen Perspektiven, Didaktik, Technik, Organisation miteinander verbinden. Die Hotline wird allgemein eigentlich ganz gut angenommen. Viele Lehrende konsultieren uns auch, um in Erfahrung zu bringen, was der aktuelle Entscheidungsstand ist. Also auch einfach zu erfahren, was hat die Taskforce, das Rektorat bezüglich einzelner Regelungen beschlossen? Wie kann ich mich jetzt verhalten? Wie kann ich mich auf die neue Situation einstellen? Das sind so Aspekte, die wir quasi auch über dieses Beratungsgeschehen weitergeben können. Und wo wir denken, dass jetzt in den nächsten Wochen auch noch viel passieren wird, weil ich glaube, die Prüfungen in der Form, wie sie jetzt geplant werden, stellen uns alle vor große Herausforderungen, die aber insgesamt gut zu meistern sind. Das ist ja eine sehr zuversichtliche Einschätzung. Das ist ja gut zu hören. Insofern vielen Dank für diesen Einblick. Ja, auf meiner Liste hier ZLB. Die Frage Lehrerbildung, für uns ja in der Universität Duisburg-Essen ein großes Thema, quantitativ, auch qualitativ für unsere Uni ja doch wichtig und breit aufgestellt. Was haben wir für spezielle Themen in der Lehrerbildung? Ich denke nur Schlagwort, wie macht man eigentlich ein Praxissemester in diesen Zeiten oder ähnliches? Herr Roman, was haben Sie da für Anmerkungen? Das entsprechende Schlagwort haben Sie gesandt. Also die Schnittstellen des ZLBs liegen vor allen Dingen natürlich im gesamten Bereich der Praktika. Es ist ja nicht nur das Praxissemester, sondern wir müssen auch Berufsfeldpraktika, die EOPs organisieren. Sowie eigentlich die Probleme ergeben sich immer an allen Bereichen, wo wir Schnittstellen zur Schule zeigen. Das bedeutet beispielsweise aber auch, das ist somit das Erste, was uns auf die Füße gefallen ist, die Studierenden im April, im Mai noch rechtzeitig die Zeugnisse so weit auszuhändigen, dass sie tatsächlich auch ins Referendariat gehen können. Das haben wir aber dann irgendwie geschafft, weil sich in diesen Zeiten dann eigentlich auch herausstellt, auch von behördlicher Seite in Kooperation mit der Bezirksregierung. Wir haben eine eigene koordinierende Arbeitsgruppe mit dem für uns zuständigen Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, dass dann plötzlich doch mehr möglich ist, was fristverschieben aussehen geht, als man das so gemeinhin kennt. Also das mit dem Referendariat haben wir zunächst mal geschafft. Die aktuell im Praxissemester befindliche Kohorte leidet natürlich massiv darunter, dass sie in diesem Praxissemester so ziemlich alles gemacht hat, nur keine Praxiserfahrung zu sammeln. Also man stellt schon fest, dass die Studierenden, tatsächlich auch nicht alle, aber so zwei Drittel einer eigenen Umfrage macht zufolge zu zwei Dritteln tatsächlich auch in die Online-Lehre eingebunden sind in den Schulen. Aber für die Studierenden an der Stelle die prüfungsrelevanten Elemente, das sind die Studienprojekte,
die durchgeführt werden müssen vor Ort. Das war in dieser Form so nicht möglich und wir konnten dann halt im Zentrum für Lehrerbildung auch im Einvernehmen mit der Stadt, mit der Arbeitsgruppe Praxissemester die Anzahl der Studienprojekte zum einen reduzieren und haben zum anderen, das ist sehr kontrovers diskutiert worden, lassen wir in diesem Semester das Praxissemester unbenotet ins Zeugnis eingehen. Da waren auch durchaus Studierende auch gegenzuweilen, weil das eigentlich im Quervergleich zu den anderen Modulprüfungen immer noch vergleichsweise gute Noten waren, die man da einfahren könnte und dass sich jetzt relativ natürlich an dieser Stelle die Masternoten vielleicht sogar tendenziell verschlechtern werden. Aber um überhaupt nur ansatzweise eine Chancengleichheit da gewahren zu können, man denke beispielsweise daran, wenn jemand mit den Fächerkombinationen Deutsch-Englisch im Praxissemester ist, da freuen sich die Schulleiter unglaublich drüber, weil die Leute gerade auch verstärkt eingesetzt werden können. Und wenn dann jemand kommt mit Physik, Philosophie, dem hat man sehr zeitnah zu verstehen gegeben, dass er bis zum Sommerferien wahrscheinlich gar keinen Schüler mehr sehen wird. Und da mussten wir irgendwie reagieren. Das ist für die laufende Kohorte, glaube ich, soweit geglückt. Aber dann kommt nach der Herausforderung, kommt sofort die nächste, steht vor der Tür. Das heißt, auch für die jetzige Kohorte zu sehen, wie kann man sich fürs Wintersemester im Praxissemester anmelden. Auch hier konnten wir die Anmeldefrist weiter nach hinten verlegen, weil ja auch die Bachelorarbeiten in ihrer Ausführung gehemmt waren. Also ich würde sagen, es ist ein lernendes System, es atmet und es lernt, aber die Aufgaben, die wir lernen müssen, die stellen sich jeden Tag aufs Neue. Ich habe so langsam den Eindruck, auch mit Perspektive aufs Wintersemester, man entwickelt so ein bisschen Routine in den Prozessen, die hier gestaltet und moderiert werden müssen. Aber dennoch wirklich beeindruckend, in welchem Umfang da doch es notwendig war, an sich anzupassen, daraus zu lernen, schnell Lösungen zu finden für so eine große Gruppe von Studierenden. Also insofern muss ich sagen, schon, wenn ich das so sagen darf, beeindruckend, was welche Aufgabe, in welchem Umfang da das ZLB wirklich auch organisatorisch, inhaltlich, konzeptuell leisten muss, um das zu bewältigen und da die Lösungen zu finden. Das finde ich ja interessant. Ich komme zu Frau von Ackeren. Frau von Ackeren ist die Prorektorin für Studium und Lehre der Universität Duisburg-Essen. Und meine erste Frage an Frau von Ackeren, wie oft sind Sie eigentlich an der Uni momentan? Sind Sie täglich an der Uni? Sind Sie zu Hause? Kann man Prorektorin eigentlich einer Universität sein, so im Homeoffice? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, man kann tatsächlich viel im Homeoffice sein. Also die digitalen Möglichkeiten sind ja ganz vielfältig. Wir haben uns im Rektorat auch mittlerweile daran gewöhnt, so zu konferieren und finden auch, dass das gut funktioniert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es schon auch mal schön ist, sich mal wieder vor Ort zu treffen. Bestimmte Dinge besprechen wir auch im Rektorat in Präsenz. Und ich bin auch immer wieder vor Ort, um Unterschriften beispielsweise zu leisten. Vieles, wie gesagt, geht digital, aber nicht alles. Also es ist mal so, Hybrid eben. Gut. Mich würde interessieren, können Sie nochmal berichten, welche speziellen Unterstützungsangebote die Uni entwickelt hat, um auf diese Situation sich einzustellen? Konnten Sie da so ad hoc Maßnahmen entwickeln, um bestimmte Engpässe aufzugreifen? Was sind da für Überlegungen im Raum gestanden? Also was ja sehr schnell vor Semesterstart umgesetzt wurde, war schon die angesprochene Hotline für Lehrende, weil einfach Lehre organisiert werden musste. Und da bin ich allen Akteuren, die in Studium und Lehre unterstützen, sehr dankbar, dass das so konstruktiv funktioniert hat. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline leisten wirklich einen ganz tollen Job. Und das ist extrem wichtig und hat viel Sicherheit gegeben, einfach die Angebote auch nochmal zu bündeln, die wir haben. Und das Ganze auf der Website auch nochmal zu platzieren. Das betrifft im Übrigen ja auch die Studierenden. Also sie können sich da regelmäßig informieren. Das ist unsere zentrale Corona-Seite, auch studierendenspezifisch formuliert. Wir arbeiten immer die FAQs auch nach. Und Sie haben ja schon ganz viele Dinge jetzt formuliert im Chat, die wir auch wahrnehmen. Und wir können heute nicht im Detail darauf eingehen, auf alles. Das ist auch klar. Aber können vieles nochmal mitnehmen und gucken, ob wir die FAQs da anpassen. Ansonsten, denke ich, war ein wichtiger Schritt, dass wir die Umsetzungsordnung der landesweiten Corona-Epidemie-Verordnung auf den Weg gebracht haben. Da haben wir uns am Standort für sehr weitreichende Freiversuchsregelungen entschieden. Erst zwei Drittversuche, das war ja hier auch nochmal die Anfrage, die in diesem Semester geschrieben werden können.
Es können Prüfungsformen geändert werden. Also vieles liegt auch bei den dezentralen Prüfungsausschüssen. Aber gerade so Freiversuchsregelung, Regelstudienzeit haben wir auch zentral angepasst. Also das sind wichtige Regelungen, denke ich, für die Studierenden. Und da gucken wir auch immer, was ist wieder anzupassen, welche Änderungsordnungen kommen wir. Man muss einfach auch sehen, dass wir natürlich auch abhängig sind davon, was die Politik auch entscheidet, welche Sicherheitsvorschriften es gibt, wie sich natürlich die ganze Epidemie entwickelt und so weiter. Deshalb ist das Handeln unter großer Unsicherheit. Mit Blick auf die Studierenden speziell, denke ich, ist wirklich wichtig, dass wir die Umfrage der Studierenden auswerten, dass wir auf breiter Basis die Rückmeldung auch erhalten und da reagieren können. Das finde ich toll, dass sich so viele daran beteiligt haben. Wir bekommen im Übrigen auch immer wieder Mails von Fachschaftsräten beispielsweise, die auch auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, wo wir auch nochmal Lehre reflektieren. Und ich nehme wahr, dass ganz viele sehr bemüht sind. Wir gleichzeitig aber auch sehen müssen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch enormen Herausforderungen unterliegen, ihre Lehre umzuorganisieren, dass ja, ihre ganze Situation auch zu organisieren, aber es läuft eben konstruktiv. Und aus der Studierendenbefragung, denke ich, werden wir noch weiter ableiten, wie es aussieht mit Ausleihservices für Laptops. Das haben wir schon beschlossen im Rektorat. Was gibt es an weiteren Bedarfen? WLAN ist, glaube ich, so ein großes Thema. Wo können wir vielleicht wieder Pools eröffnen für Studierende mit Hygienemaßnahmen, dass sie auch vor Ort wieder Recherchen durchführen können, aber gleichzeitig den Hygieneschutz, den Gesundheitsschutz auch im Blick haltend. Dann Themen wie asynchrone Lehrstrategie, also zu sagen, möglichst viel auch bereit zu halten, was zeitlich und örtlich sowieso, aber zeitlich auch flexibel ist, wo Studierende immer wieder auch Zugriff haben auf Materialien und nicht daran gebunden sind, zu einer bestimmten Zeit auch den Internetanschluss vorrätig zu haben. Also, dass sie technisch ein Stück weit unabhängiger werden. Also, solche Dinge reflektieren wir regelmäßig und versuchen, das auch einfließen zu lassen. Vielleicht das als kurzer Ausschnitt. Mhm. Frage nochmal zurück. Was ist Ihr Eindruck von der Stimmung bei den Lehrenden oder Studierenden? Uns fehlt ja das Mensa-Gespräch, das Treffen auf dem Flur. Haben Sie schon auch kritische Stimmen aus der Studierendenschaft von den Lehrenden oder haben Sie den Eindruck, im Grunde genommen läuft alles rund? Naja, teils, teils ist dann schon die Antwort. Also es gibt viele, die berichten, dass sie erstaunt sind, wie gut wir doch in das Semester starten konnten, trotz aller Widrigkeiten, sagen wir mal so, mit der großen Bereitschaft, sich irgendwie darauf einzustellen. Aber es ist ein ganz enormer Kraftakt für alle. Ich merke das übrigens selbst auch in meiner eigenen Lehre, wie aufwendig das ist, auch wenn das faszinierend ist, aber es ist irgendwie auch kein Dauerzustand, das ist auch klar. Ansonsten gibt es natürlich viele Dinge, die wir auch bearbeiten in der Taskforce Studium und Lehre. Also da laufen sozusagen alle Probleme zusammen, die werden aus unterschiedlichen Akteursgruppen berichtet. Die Studierendenvertreter sind auch mit beteiligt in der Gruppe, das halte ich für ganz wichtig, können uns auch in der Kommunikation nochmal unterstützen. Und insofern, ja, bearbeiten wir die Dinge, wie sie kommen. Und was auffällig ist, was jetzt auch eine aktuelle Rückmeldung war, dass Studierende sagen, es wäre uns ein Anliegen, dass die Dinge nicht eins zu eins aus der Präsenz ins Digitale überführt werden, weil das teilweise auch überfordernd ist, wo dann noch zusätzliche Literatur eingestellt wird und zusätzliche Maßnahmen, um ja bestimmte Abgabefristen auch einzuführen. Also wir müssen, glaube ich, gut im Blick halten, wie ist eigentlich der Workload und damit den Studierenden auch im Austausch sein. Also wie kann eigentlich Kommunikation auch wechselseitig erfolgen? Deshalb finde ich das heutige Format auch sehr gut. Ja, danke. Ja, nein, das ist ja für uns schon sehr interessant und auch wichtig, so eben halt einen Eindruck zu bekommen, was da auch auf der Ebene des Rektorates diskutiert wird und versucht wird anzustoßen, auch wie das organisatorisch funktioniert mit dieser doch sehr breit aufgestellten auch Taskforce. Ich freue mich, dass wir uns jetzt dem Prüfungsthema nochmal näher widmen können. Ich begrüße Frau Nowak und Frau Kemper in der Runde. Und vielleicht können Sie einfach berichten. Jetzt steht für die Studierenden, für die Lehrenden nach diesem Einstieg in das Semester ja eigentlich die große Frage an, wie können wir das Prüfungsthema bewältigen? Es ist klar, diese neue Verordnung hat eben halt doch auch gewisse Freiräume uns ermöglicht. Aber wie bewältigen wir das Thema insgesamt?
Wie möchten Sie beginnen, Frau Kemper oder Frau Nowak, uns da über den Stand der Diskussion einzuführen? Ja, erstmal hallo an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich fange mal an und die Frau Nowak kann dann vielleicht ansetzen. Natürlich ist es jetzt eine Herausforderung für uns, innerhalb von so einer kurzen Zeit die Nachholprüfung aus dem Wintersemester erstmal zu stemmen. Und ich sehe hier schon, also im Chat sind eigentlich überwiegend Fragen ans Prüfungsamt. Und eigentlich viele davon lassen sich beantworten, weil wir nämlich wirklich alles online verkündet haben, was wichtig für die Studierenden ist. Also wir haben angekündigt, wie findet die Prüfungsanmeldung oder Abmeldung statt, wann finden die Prüfungen statt, wie läuft das Ganze vonstatten. Deshalb wundert mich das ein wenig, dass viele sagen, sie würden keine Auskünfte bekommen. Natürlich veröffentlichen wir Prüfungstermine spätestens 2 Wochen vorher und das Raummanagement hatte natürlich auch eine große Bürde mit diesen Prüfungen, die jetzt stattfinden mussten. Deshalb können wir nicht gleichzeitig alle Prüfungstermine bekannt geben. Die kommen halt jeden Tag immer so ein bisschen kleckerweise. Und wir veröffentlichen die Termine tatsächlich so, wie es vorgesehen ist. Also jeder Prüfungstermin wird zeitgleich 2 Wochen vorher von uns bekannt gegeben. Die Prüfungstermine werden im Online-System, also im HIS in One, eingetragen und da haben die Studierenden jederzeit Einsicht. Also die wissen ganz genau, welche Prüfung in 2 Wochen um diese Zeit stattfindet. Mhm. Dass die Räume natürlich erst eingetragen werden können, wenn die Abmeldung stattgefunden hat, dürfte eigentlich auch klar sein, weil wir die Aufteilung ja erst machen können, wenn wir wissen, wie viele Studierende haben sich abgemeldet. Ja, es ist natürlich schwierig für uns, wobei ich denke, dass wir das eigentlich ganz gut hinbekommen haben. Also wir beantworten jede E-Mail-Anfrage ziemlich zeitnah. Und auch wenn natürlich die Sprechstunde fehlt, was ich verstehen kann und auch durch diesen Chat auch ersehen kann, denke ich, dass wir das wirklich gut im Griff haben, weil jeder, der uns anschreibt, bekommt von uns wirklich schnell eine Antwort. Und ich kann verstehen, dass sich Studierende auch untereinander austauschen wollen, auch gerade vielleicht nach den Sprechstunden. Aber ich glaube, per E-Mail läuft das alles ganz gut. Vielen Dank für den ersten Einblick. Ich möchte einfach nochmal nachhaken mit den Nachholprüfungen. Also wie muss man sich das vorstellen? Im Grunde genommen sind eben halt eine Menge Prüfungen aus dem letzten Semester nicht durchgeführt worden. Die werden jetzt alle ab Juni Schritt für Schritt durchgeführt. Ist das sozusagen der Plan? Ja, also es ist so, alle, die sich zum Nachtermin im Wintersemester angemeldet haben, bleiben für die Prüfung angemeldet, beziehungsweise es gibt Studierende, die sich aus ängstlichen Gründen von Prüfungen abgemeldet haben, weil sie halt unsicher waren, wie wird der Versuch gewertet. Die schreiben uns an und wir sind dann natürlich sehr kulant und melden die Studierenden dann auch zu den Nachprüfungen wieder an. Die Termine aktualisieren sich automatisch, wenn wir sie aktualisieren und alle haben die Möglichkeit, sich bis eine Woche vor der Prüfung von der Prüfung abzumelden. Das ist ja das übliche Verfahren. Deswegen die Nachfrage, im Raum steht jetzt das große Thema Freischussregelung. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich durchfalle, dann wird mir das nicht als Durchfallen in dem Sinne angerechnet. Gilt das für die Nachprüfungen oder gilt das jetzt nur für die jetzt kommenden Prüfungen? Das gilt für die Prüfungen, die jetzt im Winter- und im Sommersemester stattfinden. Also für beide Semester? Ja. Ja. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, dass sozusagen das Prüfungsaufkommen nochmal steigern wird, weil so eine Regelung ist natürlich sehr studierendenfreundlich und führt natürlich auch nochmal zu einem organisatorischen Zusatzaufwand, den man dann bewältigen muss. Wie können wir uns das praktisch vorstellen? Ist das alles im Gebäude S06 oder wie werden diese Prüfungen dann da, die schriftlichen Prüfungen dort durchgeführt auf dem Unicampus, jetzt in Essen zum Beispiel? Wie die Prüfungen durchgeführt werden? Campusübergreifend. Also, ja. Lisa, möchtest du vielleicht?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen relativ schwierig, das in Worte zu fassen, weil wir stellen zwar die Termine ins Netz und sagen auch, wo die Räume oder informieren die Studierenden, wo die Prüfungen stattfinden. Die Studierenden müssen sich natürlich mit dem entsprechenden Vorlauf an den entsprechenden Räumlichkeiten aufhalten. Soweit wir informiert sind, finden Vorkontrollen statt. Das heißt, die Studierenden sollen bitte ihre Dokumente mitbringen, dass sie sich ausweisen können. Das Gebäudemanagement hat dazu entsprechende Hygieneregelungen verabschiedet, die auch einzusehen sind. Wie genau das ablaufen wird, das können wir jetzt an dieser Stelle leider nicht sagen, weil wir da nicht mit eingebunden sind. Aber das Gebäudemanagement hat da wirklich sehr schön alles zusammengefasst und worauf die Studierenden achten müssen. Und das ist ebenfalls auf dieser zentralen Corona-Homepage mit hochgeladen und veröffentlicht worden, dass die Studenten da auch wissen, wie sie sich vor Ort zu verhalten haben. Und wenn ich da mal kurz einhaken darf, Herr Kerris, ich glaube, Elke Weinmann, Arbeitssicherheit, ich glaube, Ihre Frage zielte so ein Stück weit in Richtung Räume. Ne? Wir haben jetzt von der Arbeitssicherheit das ein Stück weit begleitet mit dem Dezernat Gebäudemanagement zusammen diese Abstandsregelung umgesetzt und haben, das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt sehr viel weniger Personen natürlich in die Prüfungsräume hineinpassen. Das heißt, wir haben im Grunde nur noch die großen Räume im Einsatz. Das sind, soweit ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 36 Räume für die Universität, die da jetzt zur Verfügung stehen. Da gehört das S06 vielleicht auch dazu, aber vor allem auch große Hörsäle, S04, R14, S05, dann in Duisburg der LX, LA und solche Räume. Und wie gesagt, die Abstandsregelung besagt im Grunde, dass wir so jeden vierten Platz nur besetzen können und zwei Reihen auch frei bleiben müssen in den Hörsälen. Ja, also das wird für alle Beteiligten dann nochmal eine Herausforderung, wirklich vor Ort das durchzuführen. Aber eben halt aus organisatorischer Sicht haben wir gehört, läuft eigentlich diese Vorbereitung der Nachholprüfungen wie auch der jetzt anstehenden Prüfungen. Ja, hier im Chatfenster sehe ich eben halt auch eine Frage, eben, wie man das mit der Absprache mit dem Dozierenden auch individuell abstimmen kann. Ich vermute, das gibt es auch Grenzen der individuellen Lösungen. Frau Kemper, Frau Nowak, können Sie was sagen nochmal zu den Prüfungsformen, Prüfungsformaten? Gibt es da jetzt große neue Freiheiten? Wie schätzen Sie das ein? Also es ist schon die Möglichkeit, dass die Dozenten die Prüfungsform halt ändern. Das müssen die aber halt wirklich vor Ort selbst entscheiden. Das heißt, wir erhalten nur die Mitteilung, wenn ein Dozierender halt von einer Präsenzprüfung auf eine Online-Prüfung umswitchen möchte. Das entsprechend veröffentlichen wir natürlich auch. Welche Varianten die einzelnen Lehrstühle dann allerdings für sich in Anspruch nehmen möchten, das ist wirklich komplett durch die Bank weg unterschiedlich. Also es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass halt, ich glaube, es sind 14 Tage vorher, dass nochmal die Prüfungsform gewechselt werden darf. Aber das ist wirklich komplett universitär unterschiedlich. Gut, ja, aber wenn ich es richtig verstehe, es muss doch für die ganze Gruppe sein. Ne? Ich kann nicht den einem sagen, ich mache mit dir die Prüfung oder die Prüfung. Das geht eben nicht, wenn ich es richtig verstehe. Eigentlich sollte es so sein, dass die Prüfungsform für alle gilt, ja. Genau, das dazu. Frau von Ackeren? Also die Ordnung gibt da sehr viel Freiheit. Wir können ganz viele neue Prüfungsformen etablieren. Das soll natürlich auch in Abstimmung in den Modulen und auch mit den Prüfungsausschüssen erfolgen. Und wir haben weitreichende Nachteilsausgleichsregelungen, also mit Blick auf Risikogruppen, beispielsweise Studieren mit Kind, Care-Aufgaben und so weiter. Also all das haben wir im Blick und wirklich sehr große Freiheitsgrade, die aber überwiegend auch dezentral dann in den Blick zu nehmen sind, weil es auch spezifische Fachanforderungen gibt. Und es macht auch Sinn, mit Blick auf viele Fragen, die hier gestellt sind, die teilweise auch einzelne Veranstaltungen betreffen, Kontakt mit den Dozierenden aufzunehmen, beziehungsweise auch mit den Studiendekanaten, die ja auch sehr unterstützend hier unterwegs sind. Ja, da bin ich wirklich gespannt, wie sich denn unser Prüfungswesen auch konzeptuell entwickeln wird.
Online-Prüfung als mündliche Prüfung ist ja ein Weg, der jetzt nun eröffnet ist. Sicherlich nicht die Lösung für das große Publikum. Also insgesamt wird man schauen, was da passiert. Ich möchte eine Frage aus dem Chat aufgreifen hier. In dem Prüfungsraum selbst die Frage, ob Maskenpflicht im Prüfungsraum selbst besteht. Und ich übergebe direkt an Frau Weinmann. Ja, schöne Frage. Also wir hatten uns das im Ablauf so überlegt, dass die Masken quasi auf dem Weg zur Prüfung getragen werden und dass man die vielleicht nochmal zur Identitätskontrolle braucht, dass man da sich gegenseitig schützt und dass aber, wenn die Prüfung selbst dann als Klausur geschrieben wird oder auch als mündliche Prüfung mit Abstand durchgeführt wird, dass man dann eben in der Situation keine Maske mehr trägt. Das heißt, wie gesagt, auf dem Weg für das Organisatorische wird eine Maske benötigt und wenn man dann wirklich in die Denkleistung geht, dann darf man das ohne Maske tun. Genau, zumal ja dann auch die Abstandsregelung der Tische gewährleistet ist, sodass auch denke, damit müsste es hoffentlich doch möglich sein, denn wie gesagt, das Schreiben mit der Maske in einer Prüfung, das stelle ich mir schon also wirklich äußerst unangenehm und eine Belastung da. Ich greife hier nochmal eine andere Frage auf, nochmal die Frage der Information aus dem Prüfungsamt. Also das erste war, ist das Prüfungsamt wieder offen? Und die zweite Frage auch, wie wird das denn nun kommuniziert? Ich meine, ich habe es verstanden, wenn ich als Lehrender darüber nachdenke, meines Erachtens nach, werden die Informationen müssen im HIS-System abgerufen werden von den Studierenden oder kriegen sie für alles eine E-Mail? Ich verstehe es so, es muss eigentlich aus dem System abgerufen werden. Können Sie das nochmal erklären? Also grundsätzlich erhalten die Studierenden, sagen wir es mal so, für die Ersatzprüfungen kann das so garantiert werden, dass jeder Studierende, der noch zu dieser Prüfung angemeldet ist, zu dieser Ersatzprüfung, sobald wir dort den Termin korrigieren, das heißt den neuen Termin einspielen, erhält der Studierende eine E-Mail, worin steht, dass sich mit seinem Leistungssatz etwas getan hat und er bitte ins System schauen soll. Und daraufhin kann er sich halt einloggen und sieht den neuen Termin. Das bekommen natürlich automatisiert nur die Studierenden, die auch noch regulär zu der Prüfung angemeldet sind. Alle anderen Studierenden müssen sich, wenn die abgemeldet sind, sich natürlich ihre Informationen selbst beschaffen. Also da klopfen wir wirklich nicht persönlich an jede Tür und informieren jeden Studenten, ob er denn eventuell nochmal daran teilnehmen möchte oder nicht, sondern da ist wirklich die hohe Schuld bei dem Studierenden, dass er sich dann wirklich erkundigen muss. Ja, hier auch die Frage wieder eben halt des Versands der Nachrichten, des Zugriffs auf die Informationen. Die Frage, wenn Lehrende bereits vor 4 Wochen die Noten bekannt gegeben haben, wieso stehen die dann noch nicht in HIS in One? Ich vermute, die müssen bearbeitet werden. Oder wieso kann es zu solchen zeitlichen Abständen kommen. Können Sie das kurz aufklären? Ja, da gibt es verschiedene Varianten, woran das liegen könnte. Das kann man so pauschal nicht aufdrösen. Das kommt wirklich auch wieder auf den einzelnen Studiengang an. Bei manchen Sachen fehlen vielleicht noch Informationen, die wir noch am Lehrstuhl anfordern müssen, wo das dann so ein bisschen dauert mit der Rückmeldung. Wir haben auch ab und an die Information, dass die Leistungen an uns übermittelt wurden. Dabei sind die bei uns noch gar nicht angekommen, weil die vielleicht noch bei einem wissenschaftlichen Mitarbeiter hängen, der noch was nachprüfen muss. Also es gibt ganz viele Faktoren, weshalb das wirklich manchmal ein bisschen hakt. Natürlich hängen wir auch manchmal in der Luft. Wir haben unfassbar viel Mailaufkommen aktuell, was natürlich auch abgearbeitet werden muss. Das heißt, in solchen Fällen müssen die Studierenden sich am besten einmal an ihre zuständige Sachbearbeitung wenden. Dann könnte man eventuell nachforschen, wo genau das denn hakt. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die Leistungen, die Noten, wenn die bei uns ankommen, innerhalb von 1-2 Tagen eigentlich schon im System eingespielt werden. Ja. Ja, man muss einfach verstehen, da sind verschiedene Bearbeitungsschritte doch wirklich notwendig und die müssen abgearbeitet werden. Ich möchte aber nochmal auf hier die Frage aufgreifen, Prüfungsarten, Prüfungsformate und ich glaube, die mündliche Online-Prüfung über hier ein solches Tool, das können wir uns gut vorstellen, das ist ja auch vorgesehen in der neuen Verordnung. Und ich glaube, in kleinerem Umfang machen wir das auch mit unseren Online-Studiengängen bereits, im Grunde genommen recht erfolgreich.
Hier kam aber das Schlagwort Online-Klausuren. Und ich meine, das wollte ich doch nochmal aufgreifen. Wir haben eben halt ja doch eine gute Erfahrung über Jahre mit den PC-gestützten Klausuren im PC-Klausurenraum, wo ja die Prüfung präsent stattfindet, aber eben halt Online-Klausuren ist eben ja weltweit auch für die Mediendidaktik noch ein riesiges Thema. Und die Frage, wie kann man Online-Klausuren wirklich bewältigen? Ich sehe da keine einfache Antwort, die wir da aus dem Hut zaubern können. Insofern fürchte ich, die PC-Hall, die PC-gestützten Prüfungen, stehen die uns eigentlich zur Verfügung? Kann jemand hier aus der Runde sagen, wer möchte? Herr Gollan. Ja, ganz kurz. Also die Kollegen sind noch quasi mit technischen Umbauarbeiten beschäftigt, aber wir gehen davon aus und ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, auch die Räume sind ab kommender Woche, also sogar ab Dienstag, wieder gebucht. Allerdings nicht so dicht gestaffelt mit Klausurzeiten, wie es sonst üblich ist, sondern mit Vor- und Nachbereitung, Desinfektion und dergleichen mehr. Es gilt natürlich auch für die PC-Halls, das, was Frau Weinmann gerade grundsätzlich auch sagte, für Allgemeinpräsenzprüfungen. Das heißt, wir können bei weitem nicht alle Plätze nutzen, die in den PC-Halls sind. Also es kann nicht in einem Rutsch bis zu 200 oder 220 Teilnehmer gleichzeitig drin sein. Ich weiß nicht genau, wie es in der PC-Hall am Ende aussehen wird, weil da natürlich die Tische schon ein bisschen weiter auseinanderstehen, als es jetzt in dem Hörsaal ist. Aber man muss davon ausgehen, dass sozusagen die Anzahl der gleichzeitig stattfindenden Klausuren erheblich niedriger ist, als es üblicherweise ist. Zu dem Thema Online-Klausuren von zu Hause, das ist begrenzt natürlich auch ein technisches Problem, aber vor allem ein juristisches Problem. Ich sage mal, Stichwort erstens Identitätsfeststellung und vor allem verhindere ich Betrug und Täuschungsversuche, wenn, ich sage jetzt mal, eben 200 Leute gleichzeitig von daheim aus ihrem Zimmer eine Klausur schreiben. Also das ist wahrscheinlich noch eine große Herausforderung, genau, das effektiv zu lösen. Absolut. Und auch eine Fernuniversität, wir hatten vor kurzem ein solches Meeting hier, kämpft hier mit ihren 80.000 Studierenden genau an dieser Frage und dafür auch noch keine Antwort gefunden. Frau van Ackern. Also in der Tat ein sehr spannendes Thema, finde ich wichtig, das auch weiter zu sondieren. Das wird nicht ad hoc gehen. Wir sind da auch im Austausch bundesweit. Also andere Standorte überlegen auch und überall gibt es die gleiche Unsicherheit. Technisch gibt es auch kapazitative Grenzen. Man muss vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, dass man eher auf Take-Home-Klausuren, Open-Book-Formate setzt, wo man mehr Zeit einräumt, aber gleichzeitig auch andere Aufgaben stärker formuliert, die kompetenzorientierter sind, die komplexer werden. Das hat aber auch bestimmte Anforderungen dann an Korrekturen. Das ist bei Massengeschäft auch schwierig. Aber ich hätte da sehr großes Interesse, in der Prüfungsdidaktik auch weiter voranzugehen und das vielleicht mit Blick auf das Wintersemester auch nochmal stärker anzugehen. Denn ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Wintersemester zumindest auch kein reguläres Semester sein wird. Wir wissen das natürlich nicht mit aller Bestimmtheit. Das ist auch immer eine politische Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass wir weiterhin da Restriktionen haben werden und das irgendwie auch nutzen müssen, um uns da weiterzuentwickeln und zu schauen, welche Optionen haben wir, die uns da möglicherweise auch etwas entlasten. Also Schlagwort Prüfungsdidaktik, Weiterentwicklung von Prüfungsformaten. Wer wird uns da noch weiter beschäftigen? Also nicht nur die Online-Lehre, sondern auch gerade das Prüfungswesen ist ja doch sehr wichtig für den Lehrbetrieb. Ja, Josef Buchler, magst du vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Chat, den du noch ein bisschen genauer beobachtet hast, hier in die Runde einbringen? Ja, es war tatsächlich so, dass sehr viel eben zu den Prüfungen gefragt worden ist. Ich habe da eine relativ große Liste. Ich glaube, es ist schon alles angesprochen worden. Oftmals handelt es sich aber auch um, ich glaube, sehr individuelle Fragen. Und ich glaube, da ist schon ganz gut geantwortet worden, im Sinne von, dass man sich auch melden muss. Und so wie ich das gesehen habe, hängt es schon auch oft damit zusammen, dass man sich auch vielleicht an den Dozenten oder die Dozentin auch wenden muss. Genau, also ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gut jetzt gesagt worden. Was noch interessant ist, ist jetzt die Termine von den Sommersemesterklausuren. Ich weiß nicht, ob auf das eingegangen worden ist, wann die stattfinden werden. Also ob hier die regulären Termine eingehalten werden. Diese Frage kam jetzt auch nochmal im Chat. Ich weiß nicht, ob das schon beantwortet war oder. Genau, Nachholklausuren ab Juni, habe ich verstanden.
Und wir haben ja durch die Verlagerung des Semesterstartes zum 1.11. ein bisschen Puffer gewonnen, aber ich denke, das wird den ganzen Herbst durchlaufen. Frau Kemper? Ja, also dadurch, dass sich der Semesterstart verschoben hat, werden auch die, wird sich natürlich auch die globale Anmeldephase fürs Sommersemester verschieben. Und es ist geplant, dass die Anmeldung am 15. bis zum 24., also am 15. Juni losgeht und bis zum 24. Juni dann geht. Und die Prüfungen werden dann in der ganzen Vorlesungszeit stattfinden, bis zum nächsten Semester. Lisa, korrigiere mich. Ja, ich glaube, der Prüfungskorridor ist gesetzt bis, ich glaube, in die erste Oktoberwoche rein. Also der wird wirklich diesmal also mit in die vorlesungsfreie Zeit auch. Ne? Genau, der Prüfungskorridor ist verlängert worden aufgrund der Corona-Maßnahmen, da, wie die Arbeitssicherheit gerade schon gesagt hat, auch nicht mehr so viele Studierende in einem Raum schreiben können, muss halt der ganze Zeitraum etwas entzerrt werden. Das heißt, wie gesagt, die Studierenden sollten sich darauf einstellen, dass wirklich auch Anfang Oktober noch Prüfungen stattfinden können. Frau Verlagern? Als kurze Ergänzung, die Freiversuchsregelungen gelten dann auch noch Anfang Oktober, weil wir gesagt haben, die im Sommersemester geschriebenen Prüfungen und offiziell beginnt dann schon das neue Semester, aber da sind wir natürlich kulant, da soll es keinen Nachteil geben. Was ich noch spannend finde, Entschuldigung? Vielleicht noch ganz wichtig, weil wir hier gerade im Chat sind und natürlich auch viele zuhören beziehungsweise auch hier reinschreiben. Wir werden natürlich rechtzeitig vor Beginn der Anmeldefrist werden wir eine E-Mail an alle Studierenden rausschicken mit der Anmeldefrist und der Erinnerung, wann man sich anmelden muss. Also die wird auf jeden Fall kommen. Die können wir natürlich jetzt noch nicht rausschicken, weil das bisher noch nicht offiziell war. Aber wir werden das genauso wie in den letzten Semestern auch rechtzeitig vor Anmeldebeginn der globalen Anmeldephase wird an alle Studierenden eine E-Mail rausgehen. Ja, also das wird noch halt eine spannende Phase werden, das alles logistisch, organisatorisch, konzeptuell weiter voranzubringen. Aber wie man sehen kann, läuft die Vorbereitung auf Hochtouren und es ist scheinbar ja auch alles zunächst einmal vom Grundsatz her auch einiges auf den Weg gebracht worden. Ich möchte mich nochmal an Frau Weinmann wenden und jetzt nochmal die Perspektive der Beschäftigten uns anschauen. Wie ist die Situation? Kann jeder Beschäftigte eigentlich auch an der Uni arbeiten? Was ist der Plan? Homeoffice, ja oder nein? Wie wird der Übergang stattfinden momentan? Ja, der Übergang ist ja so ein bisschen vorsichtig gedacht. Das Rektorat hat ja quasi die Übergangsphase eingeläutet in diesen reduzierten Regelbetrieb, wie es, glaube ich, offiziell heißt. Und wir haben ja mit dem betrieblichen Maßnahmenkonzept den Rahmen geschaffen, wie man sich das Arbeiten unter Corona-Bedingungen vorstellen kann. Und es ist jetzt im Grunde gerade die Zeit, wo alle Führungskräfte, Vorgesetzte sich die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter anschauen und sich überlegen, wie die Arbeitsbedingungen sind und was man quasi ändern muss. Und das ist im Grunde ja das, was man auch landläufig als Gefährdungsbeurteilung bezeichnet. Das heißt, die Gefährdungsbeurteilungen werden im Moment angepasst, ergänzt und mit einer kleinen Unterweisung werden die Beschäftigten dann nochmal versorgt und können dann ihrer Arbeit nachgehen, wobei wir davon ausgehen, dass es nach wie vor mobiles Arbeiten geben wird, also Homeoffice, dass nicht alle Mitarbeiter hier an die Hochschule kommen können, um zu arbeiten. Das würden wir, glaube ich, von den Abstandsregeln her gar nicht verkraften. Also es wird so ein hybrides Miteinander weiterhin geben. Vielleicht auch für unsere Studierenden vielleicht nochmal die Information. Also alle Einheiten entwickeln ja ein eigenes auch Hygienekonzept, alle dezentralen Einheiten und dezentrale Einheit, das sind Lehrstühle, Institute, zentrale Einrichtungen, Dezernate, Sachgebiete, was immer es für Einheiten in einer Universität gibt. Und
das ist schon also auch jetzt sehr weit gefächert, dass jede Einheit sich wirklich auch, bevor sie Überlegungen anstellt, wie sie wieder vor Ort arbeiten kann, dass sie dazu auch ein eigenes Konzept entwickelt. Ja, das wird mal mehr oder mal weniger großartig sein. Manchmal geht es einfach nur darum, nochmal zu gucken, wo habe ich vielleicht Doppelbüros oder ja, wie ist das miteinander zu regeln? Auch vielleicht Pausen, ne? Wie kann man seine Pausen gestalten? Solche Dinge eben. Mhm. Aber auch so Fragen, was passiert, wenn zwei Personen in einem Büro tätig sind, was passiert zum Beispiel mit studentischen Mitarbeitenden, die vielleicht einen PC benutzen an sich. Wie kann man da Regelungen finden? Wie kann man Untergruppen in Teams schaffen, die zeitgleich anwesend sind? Also da sind viele Einheiten momentan, glaube ich, auch damit beschäftigt, sich intern Lösungen zu überlegen, wie sie da angemessen agieren kann, um diesen Übergang in eine neue Phase hier zu gestalten. Und insofern haben wir da ja auch viel Unterstützung durch Sie und andere Stabsstellen in dem Bereich, in der Frage, wie können wir uns da eigentlich jetzt klug aufstellen. Gäbe es Punkte, die Ihnen noch momentan wichtig sind, wo Sie glauben, dass es wichtig ist, dass wir weiter dran nachdenken, auch innerhalb der Universität? Wenn Sie mich jetzt gerade speziell ansprechen, nein, also wir sind ja ständig dabei, noch Dinge auszuarbeiten, irgendwo Hilfsangebote vielleicht zur Verfügung zu stellen. Und ja, also es wird noch ganz viel Arbeit weiterhin auch bedeuten, bis wir wirklich alles gut und rund geregelt haben. Ja, gut. Ja, dann möchte ich eigentlich schon in die Schlussrunde kommen und nochmal Frau van Ackeren fragen, wie Sie die weiteren Gedanken, was für weitere Gedanken sind, praktisch das als Schlussrunde. Aber bevor ich diese Frage aufgreife, gehen wir vielleicht nochmal hier auch rein. Es kam hier so der Hinweis, wir würden nicht genügend auf die Fragen im Chat in dieser Runde eingehen. Ich habe das Gefühl, es sind auch zum Teil wirklich so detaillierte Fragen, dass es tatsächlich wichtig ist, dass Sie sich an die entsprechenden Stellen wenden, an Ihren Prüfungsausschuss, an Ihr Prüfungsamt, an die Kollegen und Kollegen, die dort aktiv sind. Also zum Beispiel weiß ich erst 2 Wochen vor einem Prüfungstermin überhaupt über die Prüfungsform Bescheid. Ja, das ist sozusagen die Regelung, die eben berichtet worden ist, aus den Prüfungsordnungen oder hier die Fragen würden nicht im Chat beantwortet. Also wie gesagt, bis wann kann man sich von einer Klausur abmelden? Das ist ja auch eine ganz, ganz konkrete, praktische Frage. Vielleicht möchte jemand aus dem Prüfungsamt das nochmal sagen, bis wann man sich von einer Klausur abmelden kann. Die Regelung besteht wie sonst auch alle Semester vorher, steht in der Prüfungsordnung, bis zu 7 Tage vorher kann man sich von einer Klausur abmelden. An dieser Regelung wird auch nichts geändert und das gilt für die Ersatztermine jetzt im Juni, genauso wie fürs Sommersemester. Genau, also da hat sich nichts geändert. Bei dem Verkündungsblatt steht, dass dieses bis zum 1.4.21 Bestand hat. Dann wären die Freiversuche doch laut der Prüfungsordnung eigentlich auch für die Klausuren im Wintersemester 2021. Gilt die Freiversuchsregelung praktisch für den gesamten Zeitraum dieser Corona-Verordnung oder gilt die Freischussregelung nur für das Nachholsemester oder für das kommende Wintersemester? Kann das nochmal jemand konkret beantworten? Für welches Semester gilt wirklich die Freischussregelung? Also aktuell laut der Verordnung heißt es so, dass alle Prüfungen, die in diesem Semester geschrieben werden, das heißt die regulären Sommertermine, natürlich wie Frau van Ackeren gerade gesagt hat, auch natürlich die, die in den Oktober reinfallen, die fallen darunter genauso wie die Ersatztermine, die jetzt im Juni stattfinden aus dem Wintersemester. Die Regelung gilt, wie gesagt, nur für dieses Semester. Ob das darüber hinaus dann nochmal weitergehen sollte, das würde wahrscheinlich dann das Rektorat nochmal entsprechend entscheiden. Mhm. Wichtig finde ich jetzt gerade nochmal kurz, ich habe das gerade im Chat auch nochmal gelesen,
Es gilt natürlich dieser Freiversuch auch für die Wiederholungsprüfungen. Das heißt, auch für den Zweit- und für den Drittversuch, also nicht nur für den Erstversuch. Mhm. Hier auch eine Frage zu der weiteren Perspektive, auch für die weiteren Semester, dass Veranstaltungen wie Übungen online durchgeführt werden können. Das trifft, geht schon in die Richtung, die ich andeuten wollte, Frau van Akkern zu fragen, wie müssen wir uns das Wintersemester vorstellen? Vielleicht können Sie da einen Ausblick anstellen. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass es immer ganz schwierig ist. Also, dass wir einfach auch von Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen werden, abhängig sind. Wenn man sich so austauscht, bundesweit mit anderen Standorten, dann sind alle recht skeptisch, was einen Normalbetrieb angeht im Wintersemester. Also ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen und das müssen wir dann auch irgendwann kommunizieren, dass es eben nicht regulär sein wird, das Wintersemester, wie, in welcher Form es dann auch hybrid gestaltet werden kann, was in Präsenz stattfindet, mit Blick auf Laborpraktika beispielsweise, müssen wir dann wieder sehen, je nachdem, wie sich eben die Pandemie auch entwickelt. Also da hängen einfach so viele Aspekte dran, die mit Unwägbarkeiten verbunden sind. Andererseits kann ich verstehen, dass man gerne auch irgendwie wissen möchte, wie kann es weitergehen. Ich würde mich sehr dafür einsetzen wollen, dass die Dinge, die digital unterstützend entwickelt wurden, auch genutzt werden können in Zukunft. Das halte ich schon auch für einen Punkt, dass wir da auch gemeinsam reflektieren, was ist da sinnvoll, wie können wir es auch hinbekommen, dass gerade mit Blick auf das Wintersemester, wenn Erstsemester etwa kommen, die auch einen guten Einstieg finden in eine akademische Diskussionskultur. Wir müssen auch nach außen signalisieren, dass wir einerseits in der Lage sind, das Semester gut digital zu bespielen, andererseits aber auch gute Antworten haben, wie sowas auch sinnvollerweise aussehen kann. Das kollaborative Arbeiten, wie gehen wir mit Foren um, wie gestalten wir Wikis, also dass wir da auch wirklich in Austausch kommen und auch die Formate nutzen, die wir jetzt zum Teil schon auch in der Lehrerbildung haben, wo sich Tandems bilden aus Lehrenden. Ich denke, die Hochschuldidaktik hat richtig Konjunktur und das ist auch toll, dass es so gut funktioniert mit den Experten im technischen Bereich, im ZIM. Also da arbeiten alle sehr stark zusammen und das müssen wir nutzen und wie gesagt auch weitertragen. Und es kann sein, dass wir das stärker bespielen müssen, das Digitale, also wirklich im Sinne von E-Learning oder eben auch, wie es eigentlich unsere Strategie ja in der existierenden Digitalisierungsstrategie ist, im Sinne von Blended Learning, andere Lernwege ermöglichen, Präsenz anders qualitativ gestalten können. Aber ich, wie gesagt, ich bin da auch skeptisch, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen und wir werden das zeitnah sondieren. Ansonsten will ich nochmal transportieren, wichtig ist mir, dass wir möglichst Nachteile vermeiden für Studierende. Das ist wirklich ein echtes Anliegen, indem wir technische Möglichkeiten unterstützen, asynchrone Lehre stärker ermöglichen, aber gezielt auch mit Präsenz- und Austauschmöglichkeiten anreichern. Der Vorrang von Prüfungen im Moment, denke ich, ist auch wichtig, damit Studierende ihren Abschluss machen können, dass es keine Brüche gibt in der Bildungskarriere, soweit das möglich ist. Das wird auch Grenzen haben. Das ist uns allen auch irgendwie klar, weil wir sind da extrem bemüht und im Austausch. Und ich werbe auch nochmal für andere Prüfungsformate. Also da müssen wir irgendwie weiterkommen und schauen, was sich da bewährt. Und da nehme ich viele Kolleginnen und Kollegen auch schon wahr, die sich da ernsthaft Gedanken machen und die wir auch versuchen zu unterstützen. Ansonsten ist das ein enormer organisatorischer Aufwand, den wir dieses Semester auch mit den Prüfungen haben. Natürlich auch durch die Freiversuchsregelungen. Es sind einfach sehr, sehr viele Anmeldungen, relativ kurzfristige Abmeldungen immer noch möglich. Und das alles unter Einhaltung der hygienischen Vorschriften, das ist, kann man sich kaum vorstellen. Das ist für die dezentralen Bereiche wie für die zentralen Bereiche ganz enorm. Ich bin da aber auch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden. Wir müssen das auch irgendwie schaffen. Und ich will nur sagen, es ist eben enorm herausfordernd und nicht immer einfach. Soweit vielleicht von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Also ich verstehe das als Plädoyer, auf jeden Fall an diesen digitalen Formaten weiterzuarbeiten, neue Wege auch für Prüfungsformate auch weiter in den Blick zu nehmen, aber gleichzeitig auch die Message, wir können heute nicht wissen, wie das Wintersemester stattfinden wird. Wir können uns auch da nur weiterentwickeln und versuchen, auch unsere Erfahrungen weiterzutragen.
ich glaube, momentan kann man nur sagen, das Semester wird nicht 100% online sein und es wird nicht 100% präsent sein. Das ist sozusagen mein Gefühl in der aktuellen Situation. Insofern heißt es ja auch ständig, sich anpassen, adaptieren, aus den Erfahrungen lernen. Und insofern freue ich mich, dass wir heute auch in dieser Runde hier einmal einen Versuch unternommen haben, diesen Austausch über unser Studium und über unser Lehren und Lernen in diesem Format hier auch voranzubringen. Ja, eine Stunde ist schon rum. Wir haben verschiedene Aspekte angerissen und es ist klar, es soll eine Art Blitzlicht sein. Es kann nicht die Studienberatung es ersetzen, es kann nicht die Prüfungsberatung ersetzen. Wir können hier nicht die vielen, vielen Fragen, die unsere 40.000 Studierenden haben, die können wir nicht in diesem Format bearbeiten. Aber wir haben gemerkt, die Universität hat eben viele Wege und Möglichkeiten, Unterstützungsangebote hier auch vorzuhalten. Und insofern habe ich das Gefühl, ist klarer geworden, welche Themen aktuell sind, welche Aktivitäten laufen, um sich mit dieser aktuellen Situation auseinanderzusetzen. Und insofern bleibt mir, mich ganz herzlich zu bedanken, dass Sie alle mitgemacht haben. Diese Initiative von Frau von Ackeren haben wir gerne aufgegriffen am Learning Lab und gesagt, Mensch, das ist doch interessant, einmal hier so einen Einblick zu gewinnen in die aktuelle Diskussion. Statt dem Gespräch in der Mensa, statt dem Gespräch auf dem Flur ein bisschen mehr zu erfahren, was läuft. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel, dass wir nicht alle Ihre Fragen persönlich und im Detail wirklich haben hier ansprechen können. Aber ich glaube, Ihre Fragen auch im Chat haben deutlich gemacht, dass auch Sie, auch die Studierenden natürlich und im Übrigen auch die Lehrenden und Beschäftigten viele, viele Fragen haben, die, glaube ich, viele auch beschäftigen. Und wo man dran weiterarbeiten wird, um halt diese Herausforderung zu bewältigen. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs aktive Mitmachen, fürs Zuhören und ich sage bis demnächst. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Kerris, für die tolle Moderation. Danke allen Teilnehmenden, dass Sie aus den unterschiedlichen Perspektiven auch berichtet haben. Ich fand das ein schönes Format, kann mir vorstellen, dass man sowas auch nochmal aufgreift. Und will auch nochmal sagen, wir haben auch andere Runden, wo wir dann wirklich vertieft Ihre Themen nochmal aufgreifen. Heute Abend findet wieder die Taskforce Studium und Lehre statt. Da werde ich dann auch entsprechend berichten. Viele aus dieser Runde sind sowieso auch mit dabei und können ihre Eindrücke aus der Runde auch mitnehmen. Also wir bleiben dran und arbeiten, liebe Studierende, auch in Ihrem Sinne. Vielen Dank und alles Gute für Sie.